Oh ja, liebe Leute, willkommen zum nächsten Part von Let's Play Need for Speed Most Wanted, wo wir zurück sind und noch mit dem letzten Sprintrennen in diesem Part anfangen, wo wir im letzten Part, glaube ich, sehr knapp gewonnen haben. Sehr, sehr knapp, um es sogar so zu betonen. Und ich hoffe, dass das jetzt vielleicht nur eine Ausnahme war oder dass es, wenn es knapp ist, immer so bleibt, dass wir immer gewinnen. Weil das kann man ja leider nicht sagen. Aber wir können ja mit unserem Mazda X8 einfach weiter Vollgas geben. Oh, es ist gerade so schön. Ich rendere nicht und sehe es auch in 60 FPS. Das Lustige ist aber, wenn ich es dann rendere, es ist nicht mehr ganz 60 FPS, obwohl es da angegeben ist, weil das Programm das irgendwie nicht ganz so rendert. Schade eigentlich. Ich würde euch die 60 FPS echt gerne gönnen. So ist es nicht. Und es sieht so geil aus in dem Game dann. Habe ich doch nie sonst davor so extrem gesehen. Immer nur so, wenn dann 40 FPS oder so. Ja, damit wäre ich dann ein armer Schlucker. Was das angeht. Ich muss auch eine Scheiße zusammenfahren. Das ist das, was ich kann. Wobei, ist es schlau, hier so außen rum zu fahren? Keine Ahnung. Wahrscheinlich schon. Bin ich trotzdem lieber außen rumgefahren, weil ich das besser fand. So. Bisher haben wir das Rennen recht gut kontrolliert, bisher. Hinten dran ist Citizen 5 sehr, sehr nah dran und wird immer schneller, warum auch immer. Alles klar. Also hätte ich... Idiot hätte... Oh, das war knapp und komisch. Ah, und jetzt kommt die Controller-Einstellung wieder dazwischen. Alter. Was sieht da für ein... Alter, da hat aber echt noch gezogen, der Gegner, ne? Alter Schwede. Gehen wir so zurück. Das sollten wir dann eigentlich so haben, glaube ich auch. Das heißt, wir haben endlich alles gemacht. Du bist halt natürlich auf das, was wir... Und hier nach links, okay. War da echt ein Tuning-Shop? Ich merke halt echt, dass ich keine Ahnung habe, wo hier die Tuning-Shops sind. Weil da ist man halt echt immer selten hingefahren, oh. Und sonst, wie schon gesagt, man ist eher so auf der Map allgemein unterwegs. Man ist, hat sich eher durchgecheatet. Was heißt denn durchgecheatet? Das ist auch falsch. Ich finde mal ein paar neue Teile. Ich weiß, dass es vielleicht schwachsinnig ist, aber was Cooleres wäre schon mal was. Sieht das gut aus? Hm. Wollte ich ja nicht den zweiten haben. Einfach, weil es vorne viel, viel geiler aussieht. Hinten sieht es sogar auch noch gut aus und vorne. Ja, mir gefällt der zweite anscheinend doch mehr. Ich nehme den zweiten. Der gefällt mir. Jetzt irgendwie mehr als davor, glaube ich. Davor habe ich irgendeinen anderen gehabt oder vorgehabt. Doch, kann man mal bringen. Motorhaum. Na, am besten ohne. Gibt's da überhaupt noch irgendwas? Wenn dann den hier. Und mein Dachspoiler möchte ich am liebsten keinen haben. Sieht so schon mega geil aus. Wir wollen halt auch mal etwas an Style haben. Nur halt ohne Vinyl, wir brauchen das nicht unbedingt. Bin auch weniger der Vinyl-Typ. Ja, sieht doch... Warte, vor allen Dingen vorne sieht der Wagen mega übelst geil aus. Und hinten geht er noch. Das ist immerhin die Hauptsache. So. Da haben wir alles an Rennen gemacht. Jetzt können wir uns schnell noch zweimal blitzen lassen. 190 km/h. Kein Problem. Einmal außen rumfahren. Kein Problemchen dabei. 190 km/h, glaube ich, sollten wir auch sogar ohne Nitro schaffen.
Ja, locker. Guckt euch das an. Ich brauche nicht mal was zusätzlich zu machen. Ich bin einfach so schon schnell genug. Da 160 oder so, keine Ahnung. Kurz mal Nitro benutzen. Doch, zu langsam. Na gut, hätte ich das gewusst, hätte ich das anders gemacht. Einmal kurz rumdrehen. So. Das war ein geiles Rumdrehen. So was muss man sich im Nachhinein nochmal in Normalansicht nochmal angucken können, ohne die Zeitlupe. Einfach nur um zu wissen, wie geil das an sich noch aussieht. Cross hat deine Akte. Oh. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich glaube, wir sind jetzt umso eher. 4 Verstöße. 2 Straßensperren und 20. Das sollte an sich möglich sein. Wir sind leider nur auf Stufe 1. Wir müssen es jetzt wieder hocharbeiten. Alter, als ob der Wagen schon so schnell kaputt geht von den Polizisten. Wir fahren einfach 54 km/h. Komm, Polizist. Kurz mal hier anhalten. Weiterfahren. Jetzt nach links abbiegen. 20 km/h, wir wollen ja auch gar keinen stören. Stimmt, den Verfolgungsschaden können wir hoch machen. Ups, da bin ich leicht rüber gefahren. Hä? Seid ihr bekloppt, Alter? So komisch zu zweit auf mich zu gehen? Ich fahre doch hier nur normal, was wollt ihr von mir? 64 km/h, ich speeder, Alter. Er würde mich nie bekommen. Nie. Das sind doch mal Polizisten. Nie. Da vorne ist Polizist. Reinfahren. Jetzt stresse ich den einen mal. Jetzt habe ich mal ein bisschen genug, Alter. So. Verstöße haben wir. Alter. Sind 2. Tschüss, Mann. Oh. Wieder nicht kaputt haben. Doch jetzt. Ja, als ob ihr euch schon rausgekickt habt. Hallo? Kommt hinterher. Der fährt millimeterhaft gegen mich und geht kaputt. Zwei Straßensperren, auf die müssen wir natürlich noch warten. Da können wir zuerst mal nichts machen. Wir müssen zuerst mal hoch dingsen. Wenn wir zu schnell fahren, dann sind die sowieso, naja, damit überfordert. Oh, es geht sogar auch weiter über Stufe 2 langsam. Na endlich. Bam. Verfolgungsschaden ist mehr als gut genug. Wir brauchen nur noch ein paar Straßensperren. Das wäre nicht schlecht.
Vor allem wir lenken und unser Fahrer denkt sich so, nope. Ich lenke nicht. So. Ey, der Polizist war echt selber schuld. Muss man mal an dieser Stelle sagen. Richtig aggressives Verhalten, Alter. Oh komm, ich mach die zuerst mal kaputt. Ich mach lieber alles neu. Gehen wir jetzt einfach mal. Ich bin hier nicht. Ich bin versteckt. Das ist so ein schöner Bug. Du bist im Versteck. Die Polizisten sehen dich. Und dann kommst du damit durch. Na komm, das letzte machen wir noch. Und wir, uns fehlt ja eh noch ein bisschen was. Also passt das schon. Bis jetzt sind die wenigstens frisch. Das bedeutet, wir können ein bisschen mehr aggressiv fahren, Alter. Komm, verfolg uns, Mann. Green Mazda. Wenigstens einmal richtig entdeckt. Ein grüner Mazda. Oh Gott. Oh. Nein, oder? Nee, das kannst du doch jetzt nicht gebracht haben. Kannst du doch jetzt nicht erzählen, dass sie jetzt so dumm sind. Komm, ich mach sogar auf mich aufmerksam. Danke. Meine Güte, die Polizisten wissen manchmal echt nicht, was sie... Jetzt kannst du mir doch nicht erzählen, dass ich schon wieder entkommen bin, Alter. Das ist doch furchtbar hier manchmal. Ah, endlich sind da sogar ein paar Polizisten. Na endlich, Alter. Ein bisschen Stress machen. Ich weiß, ich fahre jetzt ein bisschen sehr aggressiv. Gegen die Polizei, aber passiert halt, ne? So viele Polizisten endlich hinter mir. Endlich bin ich berühmt. Oh, fast. Kommt, macht einfach zwei Straßensperren. Das wäre genau richtig für mich. Ja, wollten wir doch eine Überraschung machen, oder? Überrascht mich bitte. Bam. Ein 360 J-Turn in dem Sinn. Weil ich unbedingt in diese Richtung fahren möchte. Ja! Endlich da vorne. Hallöchen. So. Eine Straßensperre ist wenigstens durch. Jetzt noch eine andere, bitte. Jetzt kommt schon. Noch eine andere, bitte. Ich bin so schnell, ihr müsst eine Straßensperre machen. Alter, man könnte denen echt so leicht entkommen, wenn man wirklich einfach nur Vollgas gibt.
Das ist nicht gut für euch Polizisten. Eigentlich sind hier eigentlich alle Polizisten voll die Street Racer, wenn man es mal so sehen würde. Wir haben hier so viel zu tun. Nein, du hast nicht mich verloren. Alter, ich stehe sogar noch da und die finden mich nicht. Das ist das extrem krasse dran. Jetzt gebe ich wieder nur ein bisschen Gas und schon bin ich entkommen. Alter. Geht gar nicht klar. Wir schaffen es jetzt selbst noch nicht mal, den Blacklist jetzt herauszufordern. Er will einfach... Nach vorne! Tschüss! Hui! Würde da nicht ein Versteck sein? Ne, da drüben. Also fast schon mal richtig. Ups. Ein bisschen verwechselt. Yeah. Geschafft. Und Big Lou will ein Rennen fahren. Machen wir das noch in diesem Part, oder? Sollte eigentlich noch klappen irgendwie. Mal gucken, wir haben... Ja, gut. 4 Minuten, 5 Minuten kommen. Sagen wir einfach mal, wir machen einen kürzeren Part und verschieben das auf den nächsten, damit es richtig schön geil spannend wird im nächsten Part. Und dann sage ich doch mal, vielen Dank, dass ihr in diesem Part dabei wart bei Let's Play Need for Speed Most Wanted. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Vielen Dank und ciao.